1, 2, 3, 4. Grüezi, Servus und Hallo zum Bienenpodcast Nummer 1 vom Juli 2015, dem Podcast über Forschung und Praxis rund um die Imkerei. Am Mikrofon begleitet Sie Jürg Vollmer mit Interviews, Reportagen und Informationen auf dem Weg zur guten imkerlichen Praxis. Der heutige Bienenpodcast beginnt in New York und führt uns dann über Berlin in die Schweiz. Genauer in die beiden Kleinstädte Schaffhausen und Chur. Der Bienenpodcast Nummer 1 deckt aber nicht nur geografisch ein weites Gebiet ab, sondern auch thematisch. So haben zum Beispiel viele Imker seit Jahren keinen Bienenschwarm mehr gesehen. Wie auch, wenn sie das Ausschwärmen verhindern. Der amerikanische Bienenforscher Thomas Seeley glaubt, dass die Verhinderung des Schwarmtriebes ein widernatürlicher Eingriff ist. Ein Eingriff, der zu Folgeschäden führt und die natürliche Varroa-Bekämpfung des Bienenvolkes verhindert. Ich frage Professor Seeley, wie der Bienenschwarm die Varroa-Milben abschüttelt und ob er als Bienenforscher ein Vorbild für die Imker ist. So viel sei verraten. Thomas Seeley ist kein Vorbild für die Imker und will es auch nicht sein. Unser zweites Thema. Der Neurobiologe Professor Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin hat ein neues Verfahren entwickelt, mit dem Honigbienen die Umweltbelastungen durch Pestizide anzeigen. Ich frage Professor Menzel, wie er die sogenannten elektrischen Koloniesignale messen kann, mit denen die Honigbienen kommunizieren. Denn mit solchen Signalen warnen die Bienen vor Pestiziden in der Landwirtschaft und werden damit sozusagen ferngesteuert zu Umweltspähern. Menzels Projekt Bienen als Umweltspäher finanziert der deutsche Verein Mellifera e.V. mit einer Crowdfunding-Kampagne. Mit dieser Spendensammlung werden vorerst 10 Bienenvölker mit Sensoren ausgestattet. Langfristig sollen in ganz Deutschland Umweltspäherstationen aufgebaut werden. Das dritte Thema führt uns ins Museum, genau genommen in 2 Schweizer Museen. Das Bündner Naturmuseum in Chur und das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zeigen noch bis Ende September je eine Bienenausstellung. Während sich die kleine, aber feine Ausstellung in Chur auf den naturkundlichen Aspekt konzentriert, zeigt die großzügig gestaltete Schaffhauser Ausstellung auch die kulturellen Facetten der Bienen, inklusive einer Klanginstallation. Wir besuchten die Ausstellungen und fragten nach, wie viele Besucher zur Halbzeit schon gezählt wurden und welche Teile der Ausstellung für Imker besonders interessant sind. Den Bienenpodcast können Sie sich auf Ihrem Computer anhören. Komfortabler und praktischer geht es aber auf dem Smartphone mit sogenannten Podcast-Apps. Neue Sendungen landen dann automatisch auf Ihrem Mobiltelefon, sodass Sie den Bienenpodcast jederzeit und auch unterwegs anhören können. Unsere Lieblings-App ist übrigens Pocket Casts. Einfach, mit schönem Design und kostenlos. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bienenpodcast.info. Zu unserem ersten Thema. Professor Thomas Seeley ist Verhaltensbiologe und Bienenforscher an der Cornell University im amerikanischen Bundesstaat New York. Seeley untersucht seit über 40 Jahren, welche Nester die Honigbienen bevorzugen und wie sich der Bienenschwarm kollektiv auf das beste Nest einigt. Wenn seine Honigbienen schwärmen, dann kommt auch der Bienenforscher ins Schwärmen. Thomas Seeley hat darüber das Buch Bienendemokratie geschrieben, ein spannendes Fachbuch mit lebendiger Sprache, das zu Recht als hinreißendstes Wissenschaftsbuch des Jahres gelobt wurde.
Thomas Seely kritisiert in seinem Buch, dass die heutigen Imker das Schwarmverhalten ihrer Bienenvölker mit mehr oder weniger massiven Eingriffen unterdrücken. Deshalb habe ich ihn als erstes gefragt, welche Auswirkungen die Schwarmunterdrückung auf das Bienenvolk überhaupt hat. Okay, Jörg, let me to answer that question, I'd like to back up and put that question in a broader context, if I may. Ich möchte diese Frage in einen größeren Kontext stellen. Während der Revolution haben sich die Honigbienen durch natürliche Selektion auf zwei Dinge fokussiert: Überleben und Fortpflanzung. Und die Fortpflanzung geschieht bei den Honigbienen durch den Bienenschwarm und die Produktion von Drohnen. Heute machen wir Imker aber genau das Gegenteil. Wir verhindern das Schwärmen und schneiden die Drohnenbrut raus, weil sich darin die Varroamilben fortpflanzen. Tend to want to limit swarming and limit drone production. So we're working against the natural instincts of the bees when we prevent swarming. Now, that said, back to your question. Zurück zu deiner Frage. Die Auswirkungen der Schwarmtriebverhinderung können wir noch nicht genau einschätzen. Eines ist aber sicher. Wir schaffen damit viel größere Bienenvölker, als die Natur vorgesehen hat. Und wir verhindern damit die genetische Vielfalt, die eine neue Bienenkönigin in das Bienenvolk bringen würde. Und vor allem, wenn wir das Bienenvolk nicht schwärmen lassen, verhindern wir einen natürlichen Brutstopp. Zusammengefasst, die Verhinderung des Schwarmtriebes ist ein widernatürlicher Eingriff, der nur für den Imker gut ist, aber nicht für die Bienen. Auf die Frage, warum die Honigbienen überhaupt Varroamilben verlieren beim Schwärmen, antwortet Tom: Well, there's two things going on there for the reduction of the mites. One is mit dem Vorschwarm verlassen 70% der Arbeiterbienen das Muttervolk und diese tragen 35% der Varroamilben aus dem Muttervolk. Und mit jedem Nachschwarm werden weitere Varroamilben aus dem Muttervolk getragen. And then more mites will be exported from the colony if the colony produces after swarms. Im Schwarm selbst wird die Zahl der Varroamilben markant reduziert, weil sich die Schwarmbienen zuerst auf 35 Grad Celsius aufwärmen müssen, bevor sie losfliegen können. Möglicherweise lassen sich die wärmesensiblen Varroamilben im Bienenstock oder im Flug von den aufgeheizten Bienen fallen. Wenn der Schwarm ausgeflogen ist, muss im Muttervolk zuerst eine junge Königin schlüpfen und auf den Begattungsflug gehen. Bis diese Bienenkönigin die ersten Brutwaben bestiftet hat, gibt es keine verdeckelte Brut, in welche die Varroamilben ihre Eier legen können. Auch dies reduziert die Varroa markant. Der Reinigungseffekt im Muttervolk ist damit wahrscheinlich noch größer als jener im Schwarm. Eventually there will be a period without any sealed brood in a colony, and that creates a situation where all of the mites are phoretic. All of the mites are then exposed to control behaviors, grooming behaviors, and so forth of the bees. The importance of that is probably, possibly even greater than the exporting process. Wenn ich meine Bienenvölker schwärmen lasse, was kann ich zusätzlich zur Varroa-Bekämpfung tun, neben der vorgeschriebenen Behandlung durch Ameisensäure und andere chemische Produkte? The main thing is to avoid the situation where a colony collapses from varroa. Now you can. Auf die chemische Bekämpfung der Varroamilben können wir noch nicht verzichten, bis wir bessere Methoden gefunden haben. Aber wir können eine ganz einfache Maßnahme durchführen, welche die Ausbreitung der Varroa verhindert. Wir können unsere Bienenvölker weiter auseinanderstellen. Denn wenn ein Bienenvolk an der Varroa zugrunde geht, retten sich die aktivsten Arbeiterbienen zum nächsten Bienenvolk. Dummerweise schleppen sie dabei auf ihrem Rücken die Varroamilben mit. Wenn wir unsere Bienenvölker weiter auseinanderstellen, können wir das verhindern. Produced in large numbers in that collapsing colony, and that's simply because the when a colony collapses, many of the noch wirkungsvoller ist, wenn die Bienenbeuten in verschiedene Flugrichtungen aufgestellt werden. And if they don't, and they can find other colonies very easily in a crowded bee yard, but not if the colonies are more dispersed.
Okay, that could be a problem in a small country like Switzerland. That's a really good point. And the point du hast gut reden. In einem kleinen Land wie in der Schweiz ist das schlicht unmöglich. Die Antwort von Tom Seeley: Wir Imker bringen die Honigbienen in eine Situation, für die sie eigentlich nicht geschaffen sind. Wir stellen die Bienenvölker sehr nahe zusammen, so wie wir selbst auf engem Raum zusammenleben. Da ist es schwierig, die gute imkerliche Praxis zu pflegen. Zum Schluss frage ich Tom Seeley, ob er selbst eigentlich ein gutes Vorbild für Imker ist. I'm probably a good role model for a bee researcher, but not maybe a hobby beekeeper. Ich bin vielleicht ein Vorbild als Bienenforscher, aber ganz sicher nicht als Imker. Meine Bienen müssen sich nur fortpflanzen, damit die Studenten genug Völker für ihre Forschungen haben. Aber was ich vorbildlich mache, ich suche und züchte die Bienenvölker und Königinnen grundsätzlich aus meiner Region. Meistens sammle ich nur Bienenschwärme ein. Das erklärt Tom Seeley über die natürliche Varroa-Bekämpfung der Bienenschwärme und über seine Völker, die er mit Königinnen und Schwärmen aus seiner Region züchtet. Mehr Informationen über Bienenprofessor Thomas Seeley lesen Sie in der Schweizerischen Bienenzeitung vom Juni 2015 oder auf unserer Webseite www.bienenpodcast.info. Dort finden Sie einen ausführlichen Bericht über die Forschungsergebnisse von Professor Seeley zu den Bienenschwärmen und einen Link zum Bestseller Bienendemokratie. Alle wollen die Bienen retten. Naja, vielleicht nicht gerade alle. Die Verwaltungsräte von Monsanto, Bayer und Syngenta zum Beispiel eher nicht. Diese Chemiemultis verkaufen nämlich allein in Deutschland jedes Jahr 46.000 Tonnen Pestizide an die Landwirtschaft. Diese Pestizide sind eine der Hauptursachen für den Tod von bestäubenden Insekten, von Amphibien und Singvögeln. Die Pestizide reichern sich nämlich in der Nahrungskette an, mit verheerenden Folgen für die Umwelt und zum Schluss auch für uns selbst und unsere Kinder. Die Ausbringung der hochgiftigen Pestizide findet praktisch ohne Überwachung statt. In Deutschland zum Beispiel werden die 300.000 landwirtschaftlichen Betriebe von genau 109 amtlichen Kontrolleuren überwacht. Der Neurobiologe Professor Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin hat deshalb ein neues Verfahren entwickelt, mit dem Honigbienen die Umweltbelastungen durch Pestizide anzeigen. Der Forscher spricht dabei von elektrischen Koloniesignalen. Ich wollte von Randolf Menzel wissen, wie das funktioniert, und erwischte den Bienenforscher bei der Feldarbeit. Ja, ich versuche also ein bisschen aus dem Wind zu gehen. Wir sind draußen im Feld und da bläst es mitunter kräftig und das wird man dann im Telefon hören. Ich versuche mal, wohin zu gehen, wo nicht zu viel Wind ist. Professor Menzel, Sie können die elektronischen Koloniesignale messen, mit denen die Honigbienen kommunizieren. Wie muss man sich diese Signale vorstellen? Mit welchem Organ produzieren die Honigbienen diese Signale? Also es handelt sich um elektrische Felder, nicht um elektronische Signale, sondern um elektrische Felder. Und diese elektrischen Felder werden von den Bienen selbst ausgestrahlt, weil sie ja sich im Flug elektrostatisch aufladen. Und weil die Oberfläche ihres Körpers mit Wachs bedeckt ist, können diese Ladungen nicht sich von dort wegbewegen und sie bleiben also auf dieser nicht leitenden Oberfläche hängen. Und wenn die Tiere dann den Körper bewegen, der geladen ist, dann senden sie solche elektrostatischen Felder aus. Diese elektrostatischen Felder können nun natürlich auch Wirkungen auf andere geladene Oberflächen ausüben, wie zum Beispiel die elektrisch geladene Oberfläche der Antenne, also mit dem Fühler, mit dem die Bienen sonst eben Vibrationssignale und Windflüsse und Druck und wenn sie fliegt und so aufnimmt. Und das bedeutet, dass wenn nun ein solches elektrostatisches Wechselfeld auftritt, dann wird sich diese Antenne, weil sie selbst geladen ist, bewegen. Und daher ist dann diese Wahrnehmung der elektrostatischen Felder ist eine Wahrnehmung über den mechanischen Sinn. Es ist kein elektrischer Sinn.
Unser Körper, der hat so viel Feuchtigkeit an der Oberfläche, dass wir uns sehr schnell entladen. Aber wenn zum Beispiel die Haare von auf einem Trampolin springenden Kindern sich aufladen, dann stehen die zu Berge. Und das können die Kinder auch fühlen, dass die Haare zu Berge stehen. Was passiert jetzt aber in den Bienen oder im Bienenstock, wenn Pestizide die elektrischen Koloniesignale stören? Nun, die Pestizide stören nicht die elektrischen Signale, sondern die Pestizide verändern das Verhalten der Tiere. Wenn also zum Beispiel wir finden ein Neonicotinoid wie das Thiaclopid, was ja nach wie vor noch kräftig eingesetzt wird, also ihr Tanzverhalten verändert, dann heißt es, dass damit das Muster der elektrostatischen Felder, die von der tanzenden Biene ausgeht, verändert sind. Diese Veränderung nehmen die anderen Tiere natürlich auch wahr und wir können sie mit unseren Messgeräten sehr leicht und sehr stabil und sehr zuverlässig registrieren, innerhalb eines Stockes, ohne irgendwie jetzt das Stockleben oder das Kommunikationsleben zu beeinträchtigen. Welche elektrischen oder welche elektronischen Geräte nutzen Sie dann, um diese Signale zu messen? Die Geräte, die wir dazu brauchen und die Messsonden, sind sehr einfacher Natur. Im Grunde genommen nichts anderes als ein empfindlicher kleiner in einem IC steckenden Verstärker und dann ein Digitalisierungsgerät, was man auch für einen kleinen IC bekommt und dann eben ein Computer, wo das dann gespeichert wird. Das ist also in dem Sinne von der Technik her, wenn man mal das Prinzip durchschaut hat und weiß, wo man es im Stock messen muss, ist es keine allzu knifflige oder physikalisch raffinierte Methodik. Jetzt muss ja dieser Alarm in Anführungs- und Schlusszeichen im Bienenstock, der muss ja irgendwie zu Ihnen kommen. Wie funktioniert das? Ja, wir möchten natürlich mit den Völkern, die mit solchen Sonden ausgestattet sind, die Signale direkt übermittelt bekommen. Im Augenblick ist das ja ein Forschungsprojekt und noch nicht in einer Weise direkt in der Anwendung, sondern die Anwendungs Problematik oder Fragestellung, die ist also ein Entwicklungsschritt, der im Augenblick durchgeführt wird und der natürlich uns noch manche Überraschungen bieten wird. Und das geschieht im Augenblick über eine Internetverbindung. Wir haben die Kontakte zu den Völkern, die zum Teil bei Imkern stehen, zum Teil unsere eigenen Forschungskolonien sind. Die sind dann entsprechend mit Internet mit uns verbunden. Und das ist eben als eine Vorbereitungsphase zu sehen, wie man dann diesen großen Datenfluss, den wir im Augenblick noch haben, auf eine Weise schon vor Ort reduzieren kann, damit man eben bereits schon interpretierte Daten bekommt. Das ist aber ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, der noch vor uns liegt. Wenn Sie jetzt diesen Alarm erhalten, also Alarm in den Anführungs- und Schlusszeichen, dann wissen Sie ja erst, dass in einem schätzungsweise 30 Quadratkilometer großen Gebiet, irgendwo irgendwelche Pestizide ausgebracht wurden. Was passiert dann? Sie können ja damit eigentlich noch nichts anfangen. Wir sind sozusagen Späher. Wir schicken die Bienen aus, um diese Umwelt wahrzunehmen, mit dem Einsammeln von etwa Neonicotinoiden. Sammeln sie auch Informationen ein, weil sie ja darauf reagieren und weil wir das dann messen können. Und nun ist das Interessante, ein besonders wichtiges Signal geht vom Tanz aus. Und dieser Schwanzeltanz, der enthält ja Informationen über Richtung und Entfernung. Das ist etwas, was wir jetzt ganz intensiv untersuchen, wie genau und wie zuverlässig und wie selektiv dieses eben entsprechend folgen kann. Und wenn wir dann eine solche Belastung und eine solche Gefährdung registriert haben, dann kann der Imker allerhand machen. Er kann zum Beispiel sagen, na ja, dann gehe ich lieber weg da und lasse meine Bienen nicht immerzu in diesem Rapsfeld sammeln. Also es hat verschiedene Möglichkeiten. Und neben der Möglichkeit, dass es auch dann eine relativ schnelle und auch gezielte Aufnahme von Proben geben kann, um etwa zu sehen, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber es ist nicht geplant, dann eine Hotline zu machen zur nächsten Polizeistelle.
Die Bilder könnten ein Späher sein. Wir setzen sie aber nicht als Polizei ein. Wenn man sich vorstellt, dass es also eine ganze Reihe von solchen Stationen gibt, dann können die natürlich untereinander auch vernetzt werden und dann kann man sich schon anschauen, wie, ob es bestimmte Bereiche gibt, in denen eher mit solchen Pestizidbelastungen auftreten, verbunden sind und ob man dann gegebenenfalls dort gezielter nach Probenentnahmen sucht oder nach Bedingungen, die etwas mit dieser Belastung zu tun haben. Sie wollen jetzt vorerst einmal 10 Bienenvölker als Umweltspäher installieren. Wo werden diese stehen und wer finanziert diese erste Aktion? Das ist ja doch eine relativ teure Geschichte noch. Nun, die Ausstattung eines Bienenvolks mit einem solchen Registrierungsgerät ist nicht so übermäßig teuer von der Investition. Was wirklich noch Kosten verursacht, das ist also die Entwicklung der entsprechenden Auswertprogramme. Und da sitzen wir natürlich dran. Wenn Sie ganz Deutschland abdecken möchten, dann bräuchten Sie ja rund 12.000 Bienenvölker. Das ist ja wohl kaum realistisch. Ich stimme Ihnen ganz zu. 12.000 Bienenvölker sind mit den Möglichkeiten, die wir haben, völlig außerhalb der Fantasie. Aber wie das immer so ist, wir halten das ja ergebnisoffen. Wir müssen ja schrittweise noch besser verstehen, wie viel sich mit geschickten Programmen an den Daten direkt vor Ort auswerten und interpretieren lässt. Und wenn das dann eine gemeinschaftliche Unternehmung würde, die auch eine große Zahl von interessierten Leuten heranzieht, und wenn das sozusagen in einem Open-Source-System wäre, dann braucht man sich nicht davor fürchten, dass das eine große Zahl ist. Das hängt immer davon ab, wer hat denn einen Nutzen davon und wer würde da mit tun. Und da wären die Imker sicher die Ersten, die davon profitieren würden. Ja, durchaus, aber natürlich eigentlich die Gesellschaft im breiteren Sinne. Denn wir, wenn wir sagen, wir setzen die Bienen als Umweltspäher ein, dann meinen wir, dass sie uns Informationen liefern, die nicht für sie alleine von Bedeutung ist, also für die Bienen und die an den Bienen Interessierten und den Imkern und vielleicht auch denen, die an der Bestäubung von Obstbäumen interessiert sind, sondern eben die breitere Gesellschaft. Denn die Pestizidproblematik ist natürlich eine, die die gesamte Gesellschaft betrifft und nicht etwa nur die Bienenliebhaber. Es geht ja um viel mehr. Es geht ja nicht darum, die Bienen am Leben zu erhalten. Die Bienen werden es überleben, aber was daneben alles sozusagen den Bach runtergeht durch diese Pestizidbelastung, das ist das eigentliche Problem. Der Neurobiologe Professor Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin. Die Kampagne Bienen als Umweltspäher kann man bis zum 5. August 2015 mit einem eigenen Beitrag unterstützen. Mit dem Geld werden Bienenvölker mit spezieller Messtechnik ausgestattet, um Pestizidbelastungen in der Umwelt aufzuspüren. Mehr Informationen über Menzels Forschungen und über die Crowdfunding-Aktion finden Sie auf der Website www.bienenpodcast.info. Wir bleiben bei Monsanto, Bayer, Syngenta und allen anderen Agrarmultis, auf die wir Imker gerne pfeifen. Rockmusiker Neil Young hat eine neue CD mit dem Titel «The Monsanto Years» herausgebracht. Musikalisch rumpelt er zwischen derben Garagenrock, typischem Neil Young-Gitarrenkrach und gemütlichem West Coast Folk. In den Texten fährt Neil Young aber amerikanischen Konzernen wie Chevron, Walmart, Starbucks und Monsanto ziemlich ungemütlich an den Karren. «Klar möchte ich eine Tasse Kaffee trinken», singt Neil Young sinngemäß übersetzt. «Aber ich möchte nicht dieses gentechnisch veränderte Gesöff. Ich möchte meinen Tag beginnen, ohne Monsanto reich zu machen.»
Monsanto produziert nämlich nicht nur Saatgut und Herbizide, die den Honigbienen schaden. Der Agrarmulti verkauft auch genveränderten Mais. Dieser vergiftet den Maiszünsler, eine Schmetterlingsart, deren Raupen weltweit 4% der jährlichen Maisernte vernichtet. Die langfristigen ökologischen und gesundheitlichen Risiken der genveränderten Maissorten sind aber noch unbekannt. Für Liebhaber von starken Gitarrenriffs, Lagerfeuer, Mundharmonika und Background-Chorgesang ist The Monsanto Years ein Vergnügen. Für verspätete Hippies gehören die Protestsongs von Neil Young sowieso zum Pflichtstoff. Mit seinen 70 Jahren leidet Neil Young nämlich definitiv nicht unter Altersmilde. Der zornige Rocker spielte The Monsanto Years übrigens mit den Söhnen des Country-Rebellen Willie Nelson ein. Genau, der Willie Nelson, der die amerikanische Landwirtschaft seit Jahrzehnten mit seinem jährlichen Farm Aid Benefits-Konzert unterstützt. Und mit seinem legendären Cannabiskonsum. Die Links zum coolen YouTube-Video von The Monsanto Year und zum Text des Titelsongs finden Sie auf unserer Website www.bienenpodcast.info. Zwei spektakuläre Bienenausstellungen zur gleichen Zeit in zwei Schweizer Randregionen. Das ist nicht das Ergebnis mangelnder Kommunikation, im Gegenteil. Die beiden Museen in Chur und Schaffhausen haben sich miteinander abgesprochen, die Bienen aus völlig unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen. Die Bienenausstellung im Bündner Naturmuseum in Chur konzentriert sich im doppelten Sinne des Wortes auf das Wesentliche. Einerseits fokussiert die Ausstellung auf den naturkundlichen Aspekt und geht dort inhaltlich in die Tiefe. Andererseits ist sie mit 140 Quadratmetern so kompakt, dass andere Museen die Bienenausstellung übernehmen können. Die Ausstellung im Bündner Naturmuseum vermittelt mit aufgenadelten Wildbienen aus dem Schweizerischen Nationalpark und mit naturnahen Dioramen, mit Fotos und Videos umfangreiche Informationen über die einheimischen Bienen, wobei ein großer Teil der Ausstellung mit 4 thematischen Modulen den 600 Wildbienenarten gewidmet ist. Der Honigbiene als einzigem Nutztier unter den Insekten widmet die Ausstellung im Bündner Naturmuseum dafür ein eigenes Modul. Die Definition als Nutztier wird anschaulich erklärt mit Fakten zur Bestäubungsleistung der Honigbienen und den Produkten, welche die Honigbiene liefert. Die Bienenausstellung im Bündner Naturmuseum in Chur ist ein großer Erfolg, wie Museumsdirektor Ueli Rehsteiner dem Bienenpodcast bestätigt. Zur Halbzeit der Ausstellung nach 2,5 Monaten sind es ungefähr 7000 Besucher. Und wie viele davon sind Imker? Ich kann Ihnen keine präzise Antwort dazu geben. Ich weiß, dass regelmäßig an unseren Anlässen Imker dabei sind, mit denen sich auch häufig sehr interessante Gespräche ergeben. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn Imker in der Ausstellung sind, die Ausstellung besuchen, weil es ist eine wichtige Zielgruppe für diese Ausstellung. Was muss sich ein Imker ansehen in der Bienenausstellung im Bündner Naturmuseum? Ich persönlich würde den Imkern empfehlen, insbesondere die Informationen zum Kommunikations- und Sozialsystem der Honigbiene genau anzuschauen. Ich denke, es ist wichtig, dass man als Imker die Biologie der Honigbiene gut versteht. Die Kommunikation und das Sozialsystem, das sind
die Schlüssel für das Verständnis dieser Tierart, weil die Honigbiene ja ausgeklügelte Verhaltensweisen, Mechanismen entwickelt hat, wie sie einerseits im Stock drinnen Informationen weitergeben können, aber auch die Kommunikation zwischen den Tieren, die ausschwärmen, und den Tieren, die im Stock bleiben, über zentrale Aspekte wie der Standort, die Lage von Blüten austauschen können. Ortswechsel. Aus dem Bergkanton Graubünden nach Norden an die schweizerisch-deutsche Grenze. Die Bienenausstellung im Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen ergänzt jene in Chur perfekt, indem sie weit über den naturkundlichen Aspekt hinausgeht. Auf großzügigen 800 Quadratmetern zeigen die Schaffhauser eine verspielte interdisziplinäre Ausstellung mit Objekten, die man in einer Bienenausstellung so nicht erwartet. Handschriften und Artefakte zeugen von der religiösen und wirtschaftlichen Rolle der Honigbiene für die Klöster. Antike Bienenkörbe und Honigschleudern erzählen von der Entwicklung der Bienenzucht und Honiggewinnung. Modelle, Videos und Duftessenzen bieten ein sinnliches Erlebnis, wecken Emotionen. Nicht nur dann, wenn es um das Thema Bienensterben geht. Dieses wird im Museum in Schaffhausen auf ungewöhnliche Weise visualisiert. Wie in der Fernsehserie CSI Miami werden die Beweisstücke für das Bienensterben an einem fiktiven Tatort sichergestellt und dokumentiert. In einem fabrikgroßen Nebenraum der Ausstellung kann der Besucher in der Klangskulptur Bee a Bee in einem überdimensionalen Bienenstock den Bienen zuhören, als wäre er Teil des Bienenvolkes. Menschliche Stimmen vermengen sich mit dem Summen und bringen dem Menschen die Biene näher. In dieser Form und in dieser Breite zeigte noch keine Ausstellung in der Schweiz die Bienen. Die Bienenausstellung im Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen ist ein großer Erfolg, wie Kurator Urs Weibel dem Bienenpodcast bestätigt. Bis zur Halbzeit haben wir rund 4.500 bis 5.000 Besucher in der Ausstellung Bienenbedrohte Wunderwelt im Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen. Und die Verweildauer in der Ausstellung ist erfreulich lange. Die Besucher setzen sich sehr intensiv mit den Inhalten auseinander und eine Stunde bis zwei Stunden in der Ausstellung werden schon investiert. Und können Sie abschätzen, wie viele der Besucher das Imker sind? Das können wir nicht genau quantifizieren. Wir merken aufgrund der Reaktionen an den Führungen, dass die Ausstellung sehr gut auch von Imkerinnen und Imkern besucht wird, aber in Zahlen lässt sich das nicht ausdrücken. Und was muss ein Imker gesehen haben, wenn er die Bienenausstellung in Schaffhausen besucht? Mir hat eine Imkerin letzte Woche erzählt, für sie ist eine neue Welt aufgegangen, als sie die kulturgeschichtlichen Objekte zur Biene bestaunt hat, beispielsweise den St. Galler Bienensegen, die anderen Objekte, welche die Kulturgeschichte beleuchten. Da ist dieser Imkerin wirklich eine neue Welt aufgegangen. Und ich denke, das ist sicher ein Aspekt, der für viele Imkerinnen und Imker auch nicht unbedingt neu ist, aber einmalig ist, das wirklich mit Originalobjekten anzuschauen. Die Bienenausstellungen im Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen und im Bündner Naturmuseum in Chur werden noch bis 20. September 2015 gezeigt. Mehr Informationen über die Ausstellungen finden Sie in der Schweizerischen Bienenzeitung vom Juni 2015 oder auf unserer Website www.bienenpodcast.info. Den Bienenpodcast können Sie sich auf Ihrem Computer anhören. Komfortabler und praktischer geht es aber auf dem Smartphone mit iTunes oder sogenannten Podcast-Apps. Neue Sendungen landen dann automatisch auf Ihrem Mobiltelefon, so dass Sie den Bienenpodcast jederzeit und auch unterwegs anhören können. Unsere Lieblings-App ist übrigens Pocket Casts. Einfach, mit schönem Design und kostenlos. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bienenpodcast.info. Und natürlich finden Sie uns unter dem Stichwort Bienenpodcast auch in den sozialen Medien, also in Facebook und Twitter.
Für Fragen, Lob und auch Kritik freue ich mich über Ihre Kommentare direkt unter dem Manuskript zur heutigen Sendung. Ich antworte gerne direkt unter Ihrem Kommentar oder im nächsten Bienenpodcast. Das war es auch schon vom Bienenpodcast Nummer 1 im Juli 2015. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn wir uns in einem Monat wieder hören zum Bienenpodcast Nummer 2. Bis dann, Ihr Jürg Vollmer. Da fehlt doch noch etwas. Ach ja, richtig, der obligatorische rechtliche Hinweis. Für diesen Podcast wurden keine Honigbienen getötet, gequält oder nicht artgerecht behandelt. Dies gilt insbesondere für die ersten und letzten 10 Sekunden des Bienenpodcasts. Der Anflug einer Honigbiene auf das Flugbrett wurde unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen mit einer professionellen Standbiene aufgenommen.